Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch den einen Spawn-Glitch und zwar könnt ihr so am schnellsten die Runden skippen. Hierfür braucht ihr die Heilaura, ich weiß jetzt nicht welche Stufe das ist Leute, auf jeden Fall muss es die Stufe sein, wo dann ein Strahl auf dem Boden stehen bleibt, wo ihr euch drinnen hin könnt. Als nächstes holt euch einen Juggernaut und nehmt euch noch ein paar Sim-Shots zur Sicherheit. Dann braucht ihr zwei Zombies Leute und die müssen genau hinter euch herlaufen. Bringt sie hier zu dem Spot, wo ich ihn gelegt euch hier hin. Und sobald euch die Zombies hitten, spammt die Liegen-Taste. Dann seid ihr unter der Map, dann geht ihr so ein bisschen nach links und seid hier, Leute. Falls ihr unter die Map geht, Leute, und weiter runterfallt, so wie jetzt hier in diesem Video, dann könnt ihr einfach ganz schnell, so wie ich, hier an der Seite hochklettern und seid dann wieder oben. Müsst ihr ganz schnell machen, bevor ihr sterben tut. So, jetzt braucht ihr eure Heilaura. Ihr lauft hier runter, so wie ich jetzt runterlaufe. Dann guckt ihr nach rechts und klettert hier hoch. Dann rennt ihr dahin, wo ich ihn renne, ganz schnell. Und wenn ihr hier drauf seid, aktiviert ihr eure Heilaura. Hier müsst ihr jetzt so ein kleines bisschen zurück, dann könnt ihr hier oben drauf springen in den Tunnel. Und von hier aus geht ihr runter, Leute, und rennt ganz schnell hier links zur Krankenstation-Tür. Sobald ihr die Tür aufgekauft habt, kriegt ihr keinen Schaden mehr. Die andere Tür gegenüber dürft ihr nicht aufkaufen und hier oben kriegt ihr auch Damage. Ganz wichtig, Leute, die Türen zu den Tunneln müssen zubleiben. Wenn ihr nun hier unten seid, dann aktiviert erstmal den Stromschalter. Und wenn ihr den Stromschalter aktiviert habt, dann öffnet sich die Tür am Spawn zum Packer-Punch-Raum nach unten. Und diesen Weg benutzt ihr. Ich sag's nochmal, Leute, ganz wichtig, den Tunnel, da dürft ihr keine Tür aufkaufen. Also wie gesagt, wenn ihr dann den Strom eingeschaltet habt, könnt ihr dann hier lang gehen und von dort aus dann wieder in die Krankenstation rein. Dann macht euch am besten hier die Novagas-Wunderwaffe, so wie ich es tue. Denn so könnt ihr einfach easy peasy leveln, Leute. Und ich zeige euch jetzt, wo ihr stehen müsst. Ihr lauft nämlich wieder hier in die Krankenstation, oben raus. Wie gesagt, die Tür da vorne bleibt auch zu. Dann stellt ihr euch ungefähr hier hin. Wenn ihr das während der Runde gemacht habt, wo noch ein, zwei Zombies leben, dann kann es sein, dass die Zombies noch von links und von vorne kommen. Aber wenn ihr sie getötet habt, dann sollten sie nächste Runde vor euch spawnen. So, Leute. Jetzt nehmt die Nova-Gaswaffe in die Hand und schießt dann dorthin, wo ich ihn schieße. Ganz wichtig, ihr müsst hier bleiben. Wenn ihr weiter nach vorne geht oder wegläuft, dann verteilen sich die Zombies, die spawnen dann hinter euch und der Megatron kommt dann auch. Aber wenn ihr hier stehen bleibt, dann kommt der Megatron auch nicht zu euch, solange ihr hier stehen bleibt. Das Einzige, worauf ihr aufpassen müsst, sind die Hunde, denn die kommen entweder von vorne oder von links. Jetzt schaut euch mal an, Leute, wie schnell die Runden skippen. So. Ihr schießt dahin, die ganzen Zombies spawnen von da. Ihr könnt parallel wieder ein bisschen eure Waffe aufladen, indem ihr einfach hier die Ziehentaste benutzt, um die Zombies aufzusaugen. Und wenn das Gas weg ist, dann saugt ihr die halt wieder die Zombies ein, um gleichzeitig die Waffe aufzuladen. Wie ihr seht, kommen nur die Hunde von vorne oder von links. Und Leute, falls ihr Munition braucht, dann macht das am besten am Ende der Runde, dort wo ich jetzt die Munition geholt habe. Wenn ihr euch dann hier hinstellt, dann sollte der Megatron auch nicht kommen. Es sei denn, ihr macht das während der Runde oder ihr braucht zu lange, dann kommt der Megatron. Wie ihr seht auf der Karte, ist der Megatron irgendwo hinten, aber er kommt nicht zu uns. Ihr könnt den Glitch auch mit Freunden machen, Leute. Dafür muss halt einer unter die Map dann gehen, genauso wie in dem Video, die Schritte machen. Und sobald die Person dann Strom eingeschaltet hat, kann ja euer Kumpel dann über den Spawnhaus auch hier in diesen Spot kommen. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream oder beim nächsten Video. Ciao.